Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Was wollen wir am Donnerstag denn sehen? Und zusätzlich noch der ersten großen Stream-Ankündigung für den Stream am Sonntag. Dieser Stream wird nämlich ein Turnierstream sein und das heißt also, man muss sich wieder anmelden und das ist die erste Möglichkeit für euch, euch anzumelden für den Turnierstream. Genauere Informationen kriegt ihr dann im Video gleich. So, also wir fangen also an mit dem Was wollen wir am Donnerstag sehen? Und ich habe mir wieder neuen Decks rausgesucht. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Das ist ein Strawpoll-Link. Da klickt ihr bitte drauf und dann kommt ihr auf einen Strawpoll, auf eine Strawpoll-Abstimmung, wo ihr bitte ein Deck abstimmt. Das wäre sehr, sehr freundlich. Würde mich drüber freuen. Und ja, wie gesagt, ich habe neun Decks mal wieder rausgesucht, zwischen denen ihr entscheiden dürft. Und zwar haben wir diesmal sogar zwei Schamanen-Decks dabei. Und fangen direkt mal an mit einem Meta-Deck, dem Elemental-Schamane. Also es sind wieder drei Meta-Decks, drei Budget-Decks und drei Fun-Decks. Der Elemental-Schamane, der Dragon Priest und der Silverhand-Paladin wären die Meta-Decks. Zu den Budget-Decks wären es ein Murloc-Paladin, ein Combo-Priest und ein Murloc-Schamane. Und bei den Fun-Decks hätten wir dann den Mill-Warlock, Big Yogg-Mage und Maligos-Druid. Das waren also die Decks, über die ihr abstimmen könnt. Einfach unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung klicken, kurz auf den Link klicken, abstimmen. Und dann habt ihr das schon alles erledigt. Dauert nicht mal eine Minute. So, wir kommen jetzt zum wichtigen Teil, liebe Leute. Obwohl natürlich der Was wollen wir am Donnerstag sehen? Teil auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es um das Turnier. Ihr müsst euch einfach nur anmelden und dann da sein. Ich muss aber hier jetzt gleich mal am Anfang dazu sagen, es wird bestimmte Regeln geben. Und zwar feste Regeln. Zur Anmeldung komme ich zum Schluss noch. Und zwar Regel Nummer 1. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Seid pünktlich. Weil ich werde vorher, ungefähr einen Tag vorher, so am Samstag, wahrscheinlich Samstagmittag, werde ich den Turnierbaum veröffentlichen. Und wenn ihr seht, oha, ich bin ja direkt als Erster dran, solltet ihr auch, wenn möglich, da sein. Jeder Spieler, der nicht da ist, hat 5 Minuten Zeit, genau 5 Minuten Zeit. Und dann ist das Spiel für den anderen Spieler gewonnen und der andere Spieler kommt weiter. Es ist ein Best of 3, so wie man es kennt. Man hat 3 Decks und es geht halt darum, dass man halt mit den 3 Decks 2 Wins gewinnt. Der Gewinner muss immer das Deck wechseln, der Verlierer muss dasselbe Deck nochmal spielen. Das sind soweit die Regeln. Und ja, ansonsten noch eine kleine Eingrenzung, es ist wirklich eine Eingrenzung, weil wir das machen müssen einfach, weil auch sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich hier mit budgetierten Decks hier mitspielen werden, weil halt auch viele Leute nicht so unendlich viele Karten haben werden. Ich habe das mit Manu abgesprochen, ich habe das im Mod-Chat bei uns auf dem Discord, haben wir da ein bisschen rumdiskutiert und alles, ob es da 2 Bäume geben soll oder ob es nur 1 Baum geben wird. Das kommt darauf an, wie viele Leute sich anmelden, das ist Punkt Nummer 1 noch und deswegen lege ich jetzt erstmal fest, wir machen wahrscheinlich nur einen Turnierbaum, aber dafür dürfen die Decks nur auf bestimmte Art und Weise gebaut sein. Und zwar dürft ihr so viele Commons benutzen, wie ihr wollt. Ihr dürft so viele Uncommons benutzen, wie ihr wollt, aber nur 2 Epics und 1 Legendary. Das heißt, es ist so das, was eigentlich jeder haben kann und sollte. Es ist jetzt auch nicht so problematisch, wenn ihr sagt, okay, ich habe keine Legendaries oder sonst was drin. Das ist ja dann auch kein Problem, weil daraus kann man auch sehr, sehr gute Decks basteln. Aber so sieht es auf jeden Fall aus. Klasse dürft ihr entscheiden. Ihr müsst nur 3 verschiedene Decks und dürft jeweils halt immer nur eine Klasse drin haben. Zum Beispiel dürft ihr dann machen Warlock, Schamane, Paladin oder sowas und nicht zum Beispiel Warlock, Warlock, Warlock. Also ihr dürft, wie gesagt, jede Klasse nur einmal verwenden. Ja, das war so das Große und Ganze zur Anmeldung. Wie ihr euch anmeldet, ist eigentlich ganz einfach. Ihr schreibt einfach unter dieses Video oder unter das Video, das am Donnerstag kommen sollte oder am Freitag, ich weiß es noch nicht ganz genau, wann es ist, schreibt ihr einfach euren Battle-Tag rein, also hier, ja, Battle-Tag halt wie gesagt, bei mir wäre es dann zum Beispiel Scrawl, Hashtag 2761, damit habt ihr euch angemeldet. Wie gesagt, ich werde am Samstag so circa um 12 den Turnierbaum einmal reinstellen. Ich weiß noch nicht, ob es 1 oder 2 Turnierbäume werden, je nachdem, wie viele sich halt anmelden. Und dann seht ihr auch ungefähr die Zeit. Start wahrscheinlich 19 Uhr, lege ich jetzt aber mal nur so grob fest. Es kann sein, dass wir zwischen 19 Uhr und 20 Uhr starten, aber dass wir hier ein bisschen Zeit haben. Wie gesagt, jeder Spieler hat 5 Minuten Zeit. Wenn er bis dahin nicht aufgetaucht ist, ist es ein automatischer Win für den anderen. Und mein Hearthstone hat mich disconnected. Vielen Dank. Ja, das war es eigentlich auch. Deswegen muss ich jetzt gleich mal wieder Hearthstone starten. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn es noch Fragen gibt, auch einfach unten in die Kommentare reinschreiben oder mich direkt auf Discord anschreiben. Das ist auch eine relativ einfache Möglichkeit. Ich bedanke mich recht herzlich. Stimmt ab, für was wir am Donnerstag spielen. Tragt euch ein fürs Turnier. Es gibt auch was Schönes zu gewinnen. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein, liebe Leute.
Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.